Erweiterung im Kalt-Team-Klinikum. Das CTK hat eine psychosomatische Abteilung eröffnet. Diese beinhaltet 20 stationäre und 12 Tagesklinikplätze. Der Leiter dieser Einrichtung ist Dr. Dieter Sikorski. Er ist Facharzt für die psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Symptome, die nicht erklärbar sind, werden mit einem ganzheitlichen Behandlungskonzept therapiert. So können biologische, psychische und psychosoziale Elemente in eine Therapie mit eingebracht werden. Schlachtefest auf dem Wochenmarkt. Am Freitag findet das 5. große Schlachtefest vor der Stadthalle statt. Die Cottbusserinnen und Cottbusser können das Fest von 8 bis 15 Uhr besuchen und eine große Palette an Angeboten erwarten. Schwein am Spieß, frische Schlachtwurstsorten oder auch Schlachtdelikatessen sind nur einige Beispiele. Die gewohnten Wochenmarktangebote stehen an diesem Tag auch zur Verfügung. Ferienleseabenteuer fällt aus. Die geplante Ferienveranstaltung der Stadt- und Regionalbibliothek ist krankheitsbedingt gestrichen. Die Termine am 20. und 27. Oktober bleiben aber bestehen. Die Vorleseaktion für die Kinder mit anschließender Bastelei beginnt an beiden Tagen jeweils um 9:30 Uhr.